Hey, Na? lebst ja noch. Ja, noch? Einen wunderschönen guten Tag an alle Lebenden da draußen. Wir sind zurück mit einem wunderbaren neuen Thema. Das da wäre. Selbstmord. Also Selbstmord im entferntesten Sinne. Vielleicht sind wir ein bisschen spät, vielleicht aber auch nicht, aber wir haben gemerkt, dass uns das privat ein Ja. bisschen beschäftigt hat. Und zwar haben wir die erste Staffel von 13 Reasons Why, aka Tote Mädchen lügen nicht, geguckt. Ja, und irgendwie beim Gucken hat man gemerkt, so, ich hatte beim Gucken irgendwie andere Gefühle und hatte dann das mit dir mal besprochen. Und dann dachten wir, Mann, irgendwie haben wir Redebedarf und wo kann man das am besten machen, wenn nicht bei... Für alle, die die Serie noch nicht geguckt haben, sie Ja. aber gucken wollen, Spoiler. Ab jetzt. Wir wollen so auf kleine Details eingehen, kleine Sachen eingehen und vor allem geht es halt darum, was wir dabei gefühlt haben und was wir gut fanden und was wir nicht so gut fanden. Ich glaube, das Ding ist Richtig. produziert worden unter anderem von Selena Gomez, weil man darauf aufmerksam machen wollte. Fact-Checker, based on true events oder sowas, oder? Have no idea. Okay. Jedenfalls wollte man darauf aufmerksam machen, dass Mobbing nicht gut ist. Man wollte die Leute für Selbstmord oder wie es eigentlich, wie ich mal gelesen habe, richtig heißt, Selbsttötung, sensibilisieren. Grundsätzlich findest du, bist du jetzt sensibilisiert für Selbst, sagen wir, bleiben wir bei Tötung, für Selbsttötung, also bei mir hat es ein bisschen was anderes ausgelöst, muss ich sagen. Ja, ich denke schon, dass man irgendwie mehr sensibilisiert dafür ist, weil es gar nicht so ein Thema ist, mit dem man sich so viel beschäftigt, einfach so. Aber es gibt es und deswegen finde ich es ganz gut, dass das mal auch gezeigt würde, dass es Leute gibt, die Mobbing etc. nicht so gut verkraften, die dann sozusagen dazu getrieben werden, sich zu töten oder so. Deswegen finde ich es ganz gut, dass es passiert ist, aber ist so ein bisschen, bin ein bisschen zwiegespalten der ganzen Sache gegenüber. Ganz so toll fand ich es da nicht, wie explizit einige Sachen gezeigt wurden, aber da können wir nochmal im Detail drüber reden. Für alle, die diese Serie nicht gesehen haben, aber auch nicht sehen wollen, also es geht darum, dass ein Mädchen, ganz normal eine Schülerin, Kassetten vor ihrem Tod aufnimmt und die an ihre Mitschüler schickt, wo sie quasi darüber erzählt, warum sie sich letztendlich selbst getötet hat, was für Genau. Fehler passiert sind, was für vermeintlich schlimme Sachen mit ihr angestellt wurden und sie damit auch nach ihrem Tod noch für diesen ganzen Mitschüler wahnsinnig präsent ist. Ich fand es wahnsinnig schwierig, weil durch die Kassetten, die sie an ihre Mitschüler schickt, kriegt sie so eine Gottstellung, so eine Machtstellung. Sie hat die Macht, das Leben der anderen Menschen noch nach ihrem Tod selbst runterzuziehen und selbst zu zerstören. Ich finde, Selbsttötung ist immer, es ist was ganz Trauriges. Das ist eine eigene Entscheidung, die man für sich trifft und dann aber da andere noch so mit reinzureißen und dann wie in dieser Serie so darzustellen, als wäre das auch noch so eine Superkraft. Jetzt rächt sie sich an allen. Das war so mein Gefühl die ganze Zeit. Echt, Weißt du, ja? auch als ich Domian immer nachts noch gehört habe, Leute, die sich vor einen Zug werfen, Ja. haben für sich entschieden, ich nehme mir das Leben. Aber der Gedanke darüber hinaus, der kommt mir immer zu kurz. Da haben Polizisten, da haben Ärzte angerufen, die gesagt haben, wir müssen dahin, wir müssen die Leichenteile aufsammeln. Das ist ein Schock fürs Leben. Du kriegst diese Bilder nicht mehr aus deinem Kopf. Ja, die Konsequenzen, also ich finde, wo ich die auf jeden Fall folgern kann, ist so, dass sie sich so ein bisschen dadurch, dass sie sich auch durch ihre Selbsttötung, gibt sie sich irgendwie so die Legitimation, dass sie sagt, was ich auf den Kassetten sage, ist auch die absolute Wahrheit, weil tote Mädchen lügen nicht, wie es der Titel ja auch schon sagt. Und deswegen ist es ein bisschen schwer, weil es gibt immer mehrere Standpunkte. Andere Leute, also die ganzen Personen, denen sie sozusagen schuld kennen ja nicht das ganze große Bild. Sie kennen ja nur ihre Interaktion mit der Person. Vielleicht haben die das ganz anders gesehen, alles. Also ich finde es auch schwierig. Ich finde auch, was man in der Serie sieht, ist, dass es ganz viele verschiedene Perspektiven gibt. Jeder der Teenager, die sie vermeintlich in Die den haben ja Tod alle getrieben Probleme. haben alle wahnsinnige Probleme. Und deswegen muss man immer so sehen, dass man nicht nur alleine seinen Blickwinkel hat, sondern ich glaube, vor allem versucht, sich auch in die anderen reinzuversetzen. Das fängt so im alltäglichen Leben an, dass du gehst beispielsweise einkaufen und die Verkäuferin ist pampig zu dir oder so. Du denkst sofort, mein Mann, Gott, blöde Alter, Sau, kannst du ja. dich mal zusammenreißen? Aber wir stecken halt nicht drin. Wer weiß, ob sie vorher einen Anruf gekriegt hat, wo ihr gesagt wurde, ja, übrigens ist, du, die 10 Jahre Ehe, die wir jetzt haben, hat mir jetzt gar nichts bedeutet. Ich bin dir übrigens fremdgegangen.
Ja, generell, aber in der Serie findest du denn, also wenn du jetzt alle 13 Kassetten, die angehört hast und alles so gesehen hast, was sie so erlebt hat, finde ich immer noch nicht, trotz allem, trotzdem ich alles gesehen habe, dass es eine Legitimation war dafür, dass ich sage, ey, es gab keinen anderen Ausweg, als sich umzubringen. War es für mich nicht. Ja. Also ich meine, die hat natürlich ein bisschen was erlebt und es war auch alles schlimm, aber ich glaube, das ist kein Grund, sich umzubringen. Was ist ein Grund, sich umzubringen? Ich habe eigentlich immer so gedacht, okay, wenn du wirklich todsterbenskrank bist und du als Mensch leidest und du erträgst es nicht mehr, weil du wirklich leidest. So sterbehilfemäßig. So sterbehilfemäßig, dann ist das eine Sache. Aber sein Leben wegzuschmeißen ist... Weil du in der Schule nicht beliebt bist oder weil... Ja, oder weil du gemobbt wirst. Ich meine, wir sind irgendwie, ich glaube, und das geht auch an alle da draußen, es gibt immer Zeiten, wo irgendwie alles schief läuft. Es gibt Zeiten, wo man fertig gemacht wird, wo es beruflich nicht läuft, wo es im Privatleben nicht läuft oder sowas. Hm. Aber Fakt ist, gerade, ich glaube, wenn man sich an die ganze Vergangenheit erinnert und wie es jetzt ist, es kommen immer wieder andere Zeiten. Es ist einfach so. Am nächsten Tag geht wieder die Sonne auf und hört sich zwar sehr platt an, aber es ist irgendwie ganz so. Genau so ist es. Und es wird besser. Und wenn man in der Schule gemobbt wird, weil wir haben ja auch einige Kommentare gekriegt, als wir über Mobbing gesprochen haben, dass sie in der Schule gemobbt werden. Es gibt immer den Weg, dass man mit diesen Menschen irgendwann nichts mehr zu tun hat. Ja, man muss stark sein, man muss sich selbst treu bleiben, vielleicht sogar den Mut aufbringen und sagen, ey, was du hier gerade machst, das tut mir weh. Verletzlichkeit so ein Stück weit auch zeigen, dass man sagt, das ist nicht gut, was du machst, bitte hör auf damit. Und im Idealfall ist der andere Mensch so empathisch, dass er sagt, oh, krass, du hast mir das erste Mal vor Augen geführt. Oder er ist ein Wichser, dann ist und bleibt er ein Wichser und dann kann man nur sagen, hey, irgendwann ist er weg. Bei den Teenagern da in der Serie war es ja auch so, dass sie das auch immer sehr viel alles für sich behalten haben, ihre Probleme. Und zum Ende hin, wo sie sich dann auch den Erwachsenen anvertraut haben, zum Beispiel am Ende bei dieser Anhörung von den Anwälten und so, oder seinem Vater hat sich der Clay anvertraut oder dem Schulpsychologen, dann wurden die Probleme, die für die so unüberwindlich waren, auch von den Erwachsenen aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und waren einfach so, dass sie sagen, so, naja, das ist zwar ein Problem, aber das ist alles lösbar. Genau. Und das können wir alles hinkriegen. Und es gibt Schritte, die man einleiten kann, um sowas zu verändern. Einfach jemandem anvertrauen, einem Erwachsenen oder einer Vertrauensperson, und der sieht die Sachen manchmal ganz anders. Und dann, während man es verbalisiert, dann kommt man auch auf ganz andere Ideen oder sowas. Also das sollte man auf jeden Fall machen, bevor man da denkt, es ist alles scheiße und es gibt keinen Ausweg. Was man vor allem auch bei einer Selbsttötung nicht vergessen darf und was auch wieder 13 Reasons Why ganz klar zeigt. Manche sagen, es ist ein feiger Ausweg für sich selbst zu gehen, aber was tust du den Menschen an, die du hinterlässt? Das ist das, wo ich sage, jede Handlung, die du machst, hat ja Konsequenzen. Also wie die Eltern das Kind finden, das sich umgebracht hat. Das ist eine schreckliche Szene. Einfach so, wenn du dir auch so vorstellst, dein Kind hat sich umgebracht, hat sich dir nicht anvertraut. Also du hinterlässt ja auch eine ganze Leute, die dich dann lieben. Man hinterlässt immer Menschen, die danach sehr leiden, denen man das eigentlich nicht antun sollte. Ja. Bringt man sich um, man hat... Selbst wenn man sagt, man hat ein schlechtes Verhältnis zu seinen Eltern, dann hat man trotzdem Geschwister oder man hat mindestens einen Freund. Mhm. Und wenn man online nur Freunde hat, die man nicht persönlich kennt, aber man hinterlässt wirklich Menschen, die wahnsinnig trauern. Und wenn man sich da nur ein bisschen weiterdenkt, wenn man sich überlegt, dass jetzt ein geliebter Mensch von einem geht und das nicht durch eine Krankheit oder durch einen schrecklichen Unfall, sondern durch eine eigene Entscheidung, das tut einem ganz doll weh, wenn man darüber nur nachdenkt. Genau. Und das darf man in solchen Situationen nie vergessen, finde ich. Wenn wir jetzt nochmal auf die Szene eingehen, sie bringt sich halt schneidet sich die Pulsadern auf in der Badewanne. Was sehr explizit dargestellt wird, also man schneidet nicht weg, sondern man... Genau, man sieht halt alles und man, im Prinzip, was ich auch, mein erster Impuls, habe ich kritisiert, dass man das als wie auch eine Anleitung benutzen kann. War auch mein erster Gedanke. Fand ich nicht in Ordnung im Prinzip, ja. Und dann halt diese Szene, wo das Badewasser durch die Tür läuft und die Mutter kommt dann rein und dann sieht sie ihr Kind da tot und dann kommt der Vater dazu und so. Also das sieht man alles und das ist alles sehr, sehr anstrengend. Also Leute, wir verstehen euch da draußen, wir verstehen alle Menschen. In der Welt gibt es so viele Idioten, ja, denen du dich öffnest, denen du Verletzlichkeit zeigst oder Mitgefühl und die nehmen das als Schwäche wahr.
Ja, von solchen Menschen leider. Müsst ihr euch fernhalten. Muss man es versuchen. Aber es gibt immer irgendwo jemanden, mit dem man reden kann und sagen kann, hey, pass auf, mir geht's gerade so schlecht und ich bin gerade in so einer emotionalen Notlage, dass ich gerade sogar über Selbstmord nachdenke. Es gibt sogar, selbst wenn man keinen hat, es gibt professionelle Hilfe. Also, ganz genau. Und auch anonym, gibt's so diese ganzen Seelsorge-Telefone und sowas. Du kannst bei sowas immer anrufen und dann kriegst du immer einen anderen Input. Das ist auf jeden Fall wichtiger, als wenn man sich einigelt. Dann das macht es nämlich alles noch schlimmer. Richtig. Ganz genau. Ja. Gehst du dann eigentlich mit dem Gefühl raus und sagst, oh, das ist ganz schlimm, was sie da gemacht hat? Also ich hatte während der ganzen Sendung und auch am Ende der letzten Folge das Gefühl, es wird nicht klargestellt, dass es nicht der Ausweg ist. Sondern für mich war das immer so, mit meinen Kassetten hinterlasse ich jetzt hier noch Chaos. Es gibt auch eine Szene, wo Clay und Hannah sind eigentlich, haben eine wahnsinnig enge Verbindung, sagen sich aber nie wirklich, dass sie ineinander verliebt sind. Dann kommt es aber auf einer Party so weit, dass sie miteinander rummachen. Ach, die Szene meinst du ja. Genau, sie machen miteinander rum und es ist kurz vorm Sex und Hannah hat aber eine Blockade, weil sie andere Sachen schon erlebt hat. Und sie stößt Clay weg. Clay versucht aber nochmal auf sie zuzugehen. Ich glaube, zweimal auf sie zuzugehen und sie stößt ihn vehement weg. Und er ist ja jetzt eh nicht so ein extrovertierter Typ. Gar nicht, sondern er ist eher so der, so vermeintlich der nerdige Typ, so der normale, gute, empathische Typ. Und in der Kassette später sagt sie ihm, warum bist du gegangen? Warum hast du mich allein gelassen? Und das ist so, ich finde, das ist so schwer, das ist so dargestellt, als wäre er schuld. Ich finde es sehr schwer, aber ich finde gar nicht, dass es eher darum geht, ihr Handeln zu verurteilen, dass sie sich umgebracht hat, sondern ich glaube, es geht eher darum, die Entwicklung der anderen Leute zu sehen, die alles immer vertuschen wollen, die nicht ihren Fehler eingestehen wollen, die sich im Prinzip nicht richtig verhalten durch das Mobbing, dass man denen sozusagen den Spiegel vorhält und sagt, Leute, ihr handelt und es gibt Konsequenzen dadurch. Aber andererseits, durch die Kassetten und so, gibst du halt auch eventuell den verzweifelten Menschen das Gefühl, oh, dann am Ende habe ich nochmal die Macht. Und Rache kann ja nicht das Ziel sein. Das Ziel dann wählen wir alle letztendlich die AfD oder sowas, weil wir Angst haben und weil wir aus Rache handeln und das ist nicht der richtige Weg, finde ich. Ja, ich finde, du hast recht, dass nicht so ein richtig so ein Moment kommt, wo du sagst, so, ach, der Weg, den sie gegangen ist, ist falsch. Ist komplett falsch. Sondern sie hat ja geschafft dadurch im Prinzip, durch ihres Aufnehmen der Kassetten und durch die ganze, den ganzen Stuff, den sie gemacht hat, dass die Leute sich verändern. Und dann war es ja irgendwie dann, in ihrem Tod gab es doch was Gutes oder irgendwie sowas. Ja. Und das finde ich ist halt nicht das Richtige. Weil es muss auch einen anderen Weg geben als den Tod. Ja, genau. Und da ist es, wo ich mit dir wieder auf einer Wellenlänge bin, dass ich sage, nee, es kann nicht sein, dass die Selbsttötung erst dazu führt, dass die anderen alle geläutert sind in ihrem Verhalten, sondern es muss vorher durch ein Gespräch oder irgendwie ein anderes klärendes Event klar gemacht werden. Ich verstehe deine Sicht, du verstehst meine Sicht und wir reden jetzt trotzdem über die Serie. Also von daher ist es vielleicht auch schon wieder gut. Ich weiß nur, dass es gerade in Amerika ganz viele Selbsttötungen dann nach diesem Film gab, auf diese Art und Weise. Finde ich unterirdisch, ne? Ja, weil ich weiß nicht, vielleicht hätte man es deutlicher machen sollen, dass es nicht richtig ist. Und deutlicher auch machen sollen, dass nicht nur die... Also, weißt du, da sind so viele Ereignisse auch in dieser Serie passiert, die wir als Zuschauer, als Zuschauer sind wir Gott. Wir sehen ja alles. Wir sehen ja jedes Detail. Und dadurch wissen wir, das war schon falsch von den anderen. Aber du als Mensch in dem Moment siehst natürlich nur deine eigene Wahrnehmung. Sie hat sich auch nicht wirklich versucht, in andere Leute reinzuversetzen, wenn man das jetzt mal kritisieren sollte, von ihrem Verhalten jetzt auch her. Genau. Also sie war jetzt auch nicht so der empathischste Mensch. So, sie hätte da zu Clay sagen können, so, ey, für dich war es jetzt auch gerade was ganz Neues und so, ich will dich auch nicht vom Kopf stoßen. Also hat sie ja nicht. Sie hat ja auch sehr egoistisch. Genau. Aber das liegt halt daran, dass sie depressiv war. Ja, und es ist auch nie, es ist auch, es, das darf man nicht falsch verstehen. Es ist nie einfach, über Gefühle zu reden. Nee. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Und ich glaube, auch dadurch kann man ganz gut erkennen, wer die Menschen sind, mit denen man, die man gerne in seinem Leben haben will oder sollte. Also wir kennen es doch auch von uns, ganz ehrlich. Wenn ich dir irgendwas erzähle, was mich gerade betrifft und du reagierst dann halt, wie du reagierst und hörst mir zu und bist für mich als Freund da. Nein, aber dann merkt man, okay, das ist gut. Mit dem kann ich vielleicht auch mal einen YouTube-Kanal starten.
Und wenn man merkt, andere sagen, hab dich nicht so, dann muss man für sich entscheiden, okay, krass, der versteht mich nicht, das ist der Falsche gerade. Und ich glaube ganz fest daran, egal wie groß die Selbstzweifel oder der Selbsthass sind, ich habe das ja auch. Ja? Es gibt Momente, wo man sagt, fuck. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja, weiß ich. Nee, da traut man auch vielen dann nicht zu, weil sie nach außen hin was ganz anderes ausstrahlen. Aber es gibt immer Momente, wo man wahnsinnig am Boden ist, verzweifelt ist und sagt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll und ich weiß nicht, wie das besser wird. Und nach Trennungen, nach Jobs, die du nicht gekriegt hast oder nach Terminen, die schlecht gelaufen sind. Aber es gibt immer irgendwo irgendwen, der einem zuhört, der für einen da ist. Und dann letztendlich kommt immer wieder eine neue Lass-mal-reden-Folge, mit der man Spaß haben kann. Und man findet immer einen Weg. Ich glaube ganz fest daran, dass mithilfe der richtigen Menschen man den richtigen Weg findet. Und Selbsttötung ist nicht, aus meiner Sicht, nicht der richtige Weg. In ganz vielen Situationen. Und für alle Superfans dieser Serie, ja, da muss ich auch mal sagen, Leute, wenn ihr damit sagt, so, ja, jetzt nehme ich meine eigenen 13 Kassetten auf, das ist eine fiktive Geschichte, die auch ein riesengroßes Unternehmen dahinter hat, die natürlich auch Geld damit verdienen wollen. Und deswegen gibt es auch eine zweite Staffel. Ich weiß nicht, vielleicht macht sie auch Outtake-Kassetten, so wie wir. Oder worum geht es da in der zweiten Staffel? Ich weiß es nicht. Man hätte, wenn man das ernst meinen würde, wenn man wirklich nur auf dieses Thema aufmerksam macht, dann hätte man gesagt, wir closen jetzt. Eine Staffel ist in Ordnung. Nein, es gibt natürlich auch eine zweite Staffel, weil... Das ist natürlich eine Menge Geld mit verbunden. Weil natürlich die Cash-Cow läuft. Und, das finde ich vielleicht dann auch ein bisschen vom moralischen Aspekte, aber Money Talks, und deswegen macht euch nicht so, steigert euch da nicht so rein. Es ist eine Serie zum Angucken, ein bisschen zum Nachdenken, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das muss ich direkt nachspielen. So Leute, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserem etwas ernsteren Thema diesmal, aber im Prinzip hoffen wir, dass wir euch dazu angeregt haben, dass wir alle ein bisschen bessere Menschen werden können. In diesem Sinne, Shine on! Hast du mal über Selbstmord nachgedacht? Ich glaube, ich habe wirklich mal über Selbstmord nachgedacht, ja. In der 7. Klasse oder so, weil ich eine schlechte Note im Chemieordner hatte. Ja, ist krass, ne? Und da dachte ich so, es gibt keinen Ausweg, es ist jetzt ist es vorbei. Ja, ja. Was man alles verpasst hätte. Das ist das Krasse. 1960, hätte ich ganz mehr mitgekriegt. Ja, das ist das Krasse, was wirklich, klar, man denkt mal drüber nach, wie oft habe ich schon gedacht, das Leben geht nicht weiter, es ist ganz schlimm, es ist, ja, ganz oft. Wenn du in den Spiegel guckst. Ne? So ganz schlimm quasi. Nee, aber ich auch bei Trennung oder so, ich habe immer gelitten, ey. Ja? Aber manchmal habe ich wegen mir gelitten, manchmal, weil der andere Mensch mir so leid tat. Und dann dachte ich immer, oh, das ist jetzt durch oder so. Aber du hast es eben gesagt, ey, man hätte so viel verpasst. Ich finde das ganz gut, dass wir mal über sowas reden und hoffe, dass wir dem ganzen Thema so ein bisschen gerecht werden konnten. Ach, ich glaube, kannst du nicht gerecht werden, aber unsere Gedanken kannst du dazu auf jeden Fall ein bisschen erzählen, sag ich mal so. Mir tun die ganzen Mädels leid, die es nachgemacht haben da in Amerika oder sowas. Ne? Hast du gehört hier, Netflix arbeitet jetzt mit Pizza Hut zusammen. Die bringen 13 Reasons Why Pizza raus. Weißt du, was die kann? Die schneidet sich selbst. In diesem Sinne.